Du studierst Informatik? Ich kann gar nichts, ich bin nur wegen der Quote hier. Ich bin einfach viel zu emotional, um rational zu denken. Frauen und Technik passt einfach nicht. Frauen in der IT haben sicherlich mit Vorurteilen zu kämpfen. Der Workshop hier sammelt Bewerberinnen aus ganz Deutschland für die Stipendien für die Grace Hopper Konferenz, also eine Konferenz für Frauen in der IT. Mädchen bis 14 haben ein enormes Interesse an Forschung, an Naturwissenschaft, an Informatik, an Technik. Ja, und dann sind sie 15, 16 und dann heißt es in der Schule, du kannst es nicht. Mach doch lieber was Soziales oder was mit Menschen. Und das machen sie dann auch hinterher. Wenn man jetzt so überlegt, wie kann ich mich orientieren, dass ich auch vielleicht eine Jobsicherheit in Zukunft habe, dann ist die IT eine sehr gute Branche, die sehr viel Familienvereinbarkeit mitbringt, aber eben auch, wo man ordentlich bezahlt wird. Wenn man das historisch sich anguckt, sind Frauen die ersten gewesen, die in der IT tätig waren. Deswegen ist eigentlich langsam wieder Zeit, dass das Feld auch wieder dahin zurückkommt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich als Bachelor machen soll, aber ich habe immer gesagt, also wenn ich mir eins sicher bin, dann nichts mit Computern. Die sich nicht mit dem Gedanken aktiv beschäftigen, sehen die Vielfalt nicht. Da ist es wirklich noch Programmieren und Datenbanken. Und es ist wirklich mehr. Frauen sind genauso sehr an Technik interessiert und vielleicht genauso sozial inkompetent wie Männer. Kann passieren. It is a bit difficult, you know, you have to bring a bit of a Bauchgefühl or, you know, like a bit of intuition. Es ist eigentlich verschwendetes Potenzial, wenn wir nicht mehr Frauen in die IT bringen und auch zu Netzwerken, auch mal mit anderen Frauen zu reden. Das kann ganz toll dazu beitragen, mal diesen Mut zu geben und zu sagen, ja, einfach mal ausprobieren. Schönerweise hat gerade Grace Hopper einen sehr schönen Satz gesagt, nämlich if in doubt, do it. Und das ist genau das, was man jungen Mädchen eigentlich mit auf den Weg geben sollte.